Ich bin Daniel Gantenbein, bin Mitglied der Geschäftsleitung bei der HMQ AG. Hier bei der HMQ AG bin ich verantwortlich für den Bereich Gebäude- und Architekturvermessung, Teilbereich auch von der Ingenieurvermessung. Privat bin ich sehr ein sehr aktiver Mensch. Ich mache gerne Sport. Mein liebstes Hobby ist eigentlich Unihockey. Ich bin auch gerne in der Natur draußen, in den Bergen. Treffe mich gerne mit Freunden. Obwohl ich hier in der Schweiz aufgewachsen bin und es mir hier sehr gut gefällt, gehe ich auch immer wieder gerne auf Reisen. Am liebsten sind mir hier Länder und Kontinente, die ich noch nicht besucht habe. Das ist etwas, das mir die Augen öffnet für die Schönheit der Welt und das mich auch als Person immer sehr fasziniert und auch weiterbringt. Ich bin zuständig für die Betreuung und die Leitung der Projekte im Bereich der Gebäudevermessung. Das heisst, dass ich eigentlich vom ersten Kontakt, von der Anfrage vom Kunden, von der Offertausarbeitung bis zum Schluss, eigentlich bis zur Abgabe des Projekts, das Projekt begleitet tue. Das bedeutet, dass ich entsprechenden Leistungsumfang mit dem Kunden muss definieren muss und auch den Leistungsumfang unseren Mitarbeitern in dem Sinne mitgeben auf dem Weg, wenn sie draußen auf dem Feld sind und Vermessung ausführen, damit sie genau wissen, was sie machen müssen. Gerade der Kontakt mit den Kunden, mit den Leuten, die auch immer Freude haben, wenn wir die Arbeit abgeben, ist etwas, was mir sehr grossen Spass macht. Ein typisches Projekt ist zum Beispiel das Projekt in Tschirtsche vom Hotel Alpina, wo wir eigentlich die ganze Dienstleistungspalette oder einen Teil der Dienstleistungspalette von HMQ AG haben, können in das Projekt einbringen. Das heisst, wir haben Gebäudeaufnahmen gemacht. Weiter haben wir mit einer Drohne das ganze Geländemodell oder das ganze Gelände überflogen und entsprechend einen Höhenkurvenplan erstellt mit einem Orthofoto. Also sozusagen aus der Vogelperspektive das Projekt beobachtet. Plus noch innerhalb vom Gebäude haben wir eine Fotoaufnahme gemacht und ein virtuelles Modell erstellt. Das ermöglicht dem Kunden eigentlich den Zugang oder den virtuellen Gang durch das Hotel.